Ja, halt eben, ob ich mir halt Zeit für sie nehmen soll, wenn es ihr nicht gut geht, hat sie gesagt, nö, alles gut, muss ich nicht, soll ich nicht. Also wir hätten eigentlich sonst den Stream jetzt beendet und mich um mein Weibchen gekümmert. Aber wenn sie nicht will, ich zwing keinen. Vielleicht will sie einfach ein bisschen ihre Ruhe. Ein bisschen ausschlafen und so, weißt du? Wird auch viel zu wenig geschlafen. Ja, gut, weil es ihr halt nicht gut geht. So ging es mir ja auch die letzte Zeit. Ich hab gar nicht gepennt, fast, wo ich krank war. Ah. Ich bin mit meiner Zeichnung vorangekommen. Sieht aber katastrophal aus. Ich töte gerade Wölfe. Für die Daily. Hast du mir ein Bild geschickt von der Zeichnung? Ach, das ist katastrophal. Ich gebe dir gleich links und rechts eins auf die Backen. Und ich meine nicht die im Gesicht. So ein Blödsinn. Was ist daran katastrophal? Einfach kacke aus. Quatsch! Du willst nur Bestätigung haben, die kriegst du aber nicht. So. Nein, ich brauche keine Bestätigung. Ich finde es einfach wirklich kacke. Ich habe die Linien zu dick gemacht. Ach so ein Blödsinn. Es soll Warte, halt warte, so. warte, pass mal auf, pass mal auf. Fensteraufnahme? Discord? Nein, Alex. Geht nicht. Gut. Warte mal, das krieg ich hin. Aber das Bild habe ich halt nicht selbst erfunden, weißt du, ich meine? Mal. Das Bild habe ich im Guck Internet mal. gefunden und ich zeig's mir. Guck mal. Guck mal. Das hat sie gezeichnet. Sieht katastrophal aus, sagt sie. Du Pflaume. Ein Künstler findet seine Werke manchmal nie gut. Pflaume. So. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen zu stark mit dem Schwert hier. Geh ich zwei Straßen weiter, bin ich zu schwach. Wie viel von den Wölfen Gleich muss ich wieder noch? da. Ja, wie viel von den Wölfen muss ich denn noch töten? Ach, die zeigt es nicht an. Danke. Nee, doch. Müsste doch hier sein. Hier, Animal Control 26. Hier. Nicht gesehen. Fünf. Noch. Ich habe es nur gesehen wegen dem Ausrufezeichen, deswegen habe ich sie gleich gekillt. Ich wollte eigentlich in die Höhle da oben rein. Wir müssen immer gucken, wo wir noch ein bisschen rum können. Also einmal müssen wir hier hinten noch die zwei annehmen. Und hier hinten das noch annehmen. Aber wir kommen jetzt in den 8, in 29er Wald hier oben auch rein. Da will ich auch reinschauen. Definitiv. Will ich da reingucken. Ich will jetzt, weiß ich nicht, ob ich das hier alles hier nochmal jetzt einsammle. Weil das haben wir schon mal eingesammelt. Ich sag einmal einsammeln reicht. Ich muss nicht fünfmal rumlaufen. Und alles einsammeln. Also nicht so von der niedrigen Qualität jetzt das Zeug. Könnt ihr nicht mal drei auf einmal kommen, bitte? Oder zwei auf einmal? Wolf? Sind wir den Berg schon raufgegangen? Nee, im Berg, glaube ich, sind wir auch noch nicht raufgegangen. Im Berg gehen wir auch noch rauf. Guck mal, halbe Stunde her, alles vergessen. So, letzter Wolf. Bam, weg. Können wir mal den blöden Chat ausmachen? Vor allem, ich würde gerne den Chat dauerhaft ausschalten. Mich zu nervst. Mir geht es halt viel um Missionchen. Missionen sammeln, Missionen sammeln, Missionen sammeln. Auch wenn ich sie vielleicht nicht fertig bekomme, die Missionen.
Hab ich ja trotzdem Missionen. Ist ja egal, ob ich sie jetzt fertig bekomme oder irgendwann später fertig bekomme. Wichtig ist, dass ich sie erst schon mal habe. Fertig machen kann ich sie immer noch. Mietz, geh mal von meinem Handy runter. Mietz. Du nervst. Ja, du nervst. Ist ihr egal, glaube ich. Ist ihr, glaube ich, echt egal. Mietz, Timmy ist in den Brunnen gefallen. Hol ihn. Nee. Die denkt sich, Timmy kann schwimmen. Düt. Ich ärgere dich. Ich ärgere dich. Das magst du gar nicht, wenn ich dir Ohren anstups. Ja. Ist ja gut, hab dich ja auch lieb. Warum immer auf Jona? Was hat Jona gemacht? Der kriegt immer auf die Fresse. Oder ist einfach nur das dickste Ziel? Kann man am einfachsten treffen. Ich habe ja keinen Bauch. Ey, ein Speer. Jo, nice. Hat sich voll gelohnt. Für einen Speer. Uhu. Begeisterung. Oh Gott, Sir. Wir gehen natürlich auch wieder rauf und besiegen den Typi da oben. Mietz, komm, husch. Geh weg. Hey, ich hab dich gestreichelt gerade noch. Zicke. Fass mich nicht an. Fütter mich lieber. Heroic Sanctuary. Was war das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber unser Inventar ist eh voll. Wir gehen mal zurück. Geben die Quest hier gleich mit ab. Wenn wir eh dran vorbeilaufen. So fast. Müssen auch mal gucken, ob wir vielleicht besseres Werkzeug mittlerweile herstellen können. Für... die Schmiede für an sich unsere Werkstätte. Damit wir dort vielleicht. Ja, das sind halt 1000 Gold. Ich weiß, das ist für uns da unten, die 14 Viecher da wegklatschen, ist für uns eigentlich langweilig. Aber es sind 1000 Gold. Muss ich halt einfach sagen. Auch wenn ich noch nicht so. Den massiven Goldverbrauch habe. Ich weiß, wie schnell du Gold ausgeben kannst. Vor allem, wenn wir jetzt hier dann endlich mal die Rezepte kaufen können noch, die nächstbesseren. Vielleicht kriegen wir hier auch ein neues Militärtraining. Vielleicht wäre auch cool. Hätte ich mir an sich gehofft, dass wir öfter so mal ein bisschen trainieren können. Wie viel Gold haben wir? 22.000. Ist ja eigentlich ganz okay.
Ist jetzt nicht wenig für... Wie lange spiele ich das Spiel? 4 Tage? Also so wirklich 4 Tage? Sagen wir 5. Sagen wir 5. 5. Dann bin ich aber großzügig, weil am ersten Tag habe ich nur reingeschaut und 5 Minuten gespielt. Gestern war ich gar nicht wirklich drin. Weil ich gestern zu viel unterwegs war. Ich glaube, gestern war ich ganz kurz mal drin. Ah, wirklich. Ganz kurz. Ich könnte mal gucken, ob ich hier auf den Berg komme, wobei ich mal... Mountains... Nee. Ich denke mal, das ist der Berg. Mountain 27 hab. Komme ich da? Oh, ich komme hier rauf. Dann kann ich das letzte hier sammeln. Für Ihmchen. Ich glaube, wir können da hier oben nichts holen, oder? Der braucht nämlich 26 Hunting. Ich nehme das mit, weil einfach ist halt da. Mountain 18. Plus 9 durch die Sachen, die wir anhaben. Geil. Hier ist nix. Kommen wir da rauf? Bitte, Spiel. Wär echt cool. 30. Ach. Ich glaube, hier hinten können wir uns... Nee, da kommen wir... Mal auch 28. Hier komme ich hin. Factory Carol Oat. Ich kann hier hinten vielleicht rumlaufen, okay. Können wir auch mal hingucken, weil da war ich auch noch nicht. So, hier ist vielleicht irgendwie so ein bisschen... Gucken wir mal, wie wir da rumkommen. War ich noch gar nicht hier hinten? Deswegen schauen wir dann auch gleich mal hin. Und zuvor mache ich das hier fertig. Den kloppen wir auch gleich mal. Und ich nehme weiterhin erstmal alles mit. Du darfst dich nicht an meinem Schlüssel festhalten. Der hilft dir nicht. Der hilft zu mir. So, dann gehen wir nochmal runter. Ja, komm, sammeln wir trotzdem mit ein. Das ist Ferris und davon habe ich nicht viel. Habe ich echt nicht viel. Leider. Alter, das ist der Chat, der nervt. Den kann man aber auch nicht ausschalten. Kann man leider nicht ausschalten. Wir haben an sich leider wenig Quests, die wir fertig machen können. Eigentlich gar keine. Weil da ist immer deutlich zu schwach. Das ist halt immer schade. Dass ich hier stehe und nichts fertig machen kann. Das nervt mich. Nervt mich wirklich. So. Ich glaube, es ist gerade echt sehr windig draußen. Mein Vorhang, mein Rollo bewegt sich. Okay. Okay. Gut. Die Straße ist auch gerade leicht weiß. Es wird nicht liegen bleiben, aber trotzdem. Wir haben Ende September. Ich habe vorgestern so einen Artikel gelesen. In meinem Google Feed, dass im Dezember noch Kälteeinbruch kommt und so Schnee kommt. Ich habe mir gedacht, ach, Gelaber. Auf den Wetterbericht darf es eh nichts geben. Schnee.
Aber wirklich, noch September. Noch im September. Das steht aber auch in Google 9 Grad und bewölkt, aber ich habe aus dem Fenster geguckt. Bin ich blöd? Also ja, bin ich, aber... Ich war ja extra geschockt und hab nochmal... Echt jetzt? So hingeguckt? Dein Ernst? Wetter? Ich habe noch keine Winterreifen für mein Auto. Die bekomme ich nächste Woche Freitag. Also ich habe den Termin schon. Aber der hat erst nächste Woche Freitag Zeit. So, den machen wir erstmal kaputt. Den Tortolus. Ich würde mir wünschen, wenn Jona überlebt. Das war viel Damage gerade, Jona. Ich muss Jona auf jeden Fall mal heilen gerade. Doppelangriff macht keinen Sinn. Mit Jona. Der macht sogar weniger Damage. Er hat überlebt und er kriegt ein bisschen Erfahrungspunkte, ja. Ein bisschen. Ist tatsächlich akzeptabel. So. Wir gehen wieder runter. Und flitzen hierhin. Only buy repeats when you need for daily or so. Nö, ich kaufe alle. I shouldn't buy them so much. Ich kaufe alle. Weil. Ich habe ja jetzt schon genug Geld für alle. Also warum soll ich sie nicht kaufen? I buy them all. Einmal alle kaufen. So, ich möchte trotzdem mal, ich gehe erstmal zu dem Mino-Killer Outpost. Wo man noch nichts, halt, warum? Wo man nichts mal, in die Region kann ich, echt jetzt? Aber Sally ist doch da schon rumgelaufen. Ach, guck mal, hier können wir rum. Guck mal, da schauen wir uns um. Was hier ein bisschen ist. Ob hier was ist. Jo. Also auf den Berg komme ich nicht drauf. Aber die Wiese hier kann ich ablaufen. Was? Group Combat? Fan 5, I get us gone. Crowns every week. Ach guck mal, da kann man durchlaufen. Ehrlich? Ich hätte Bock. Waiting for opponent. Ach so, gegeneinander kämpfen, okay. Aber guck mal, da können wir hier, kommen wir hier durch. Wusste ich nicht. Ich habe jetzt echt gedacht, hier ist vielleicht was. Irgendwas Besonderes. Aber in den Wald, da kommen wir nicht rein. Aber wir können doch da weiter rauf, laufen, oder? Hier rauf. Hier hinten mal ein bisschen rumgucken, vielleicht ist hier was. Weil in den Wald komme ich auch nicht rein, oder? Auch wenn ich da rein müsste.
41. Hier steht's. Pass auf. Oder gar nicht. Okay, jetzt bin ich enttäuscht. Aber guck mal, da können wir durch. Snake Valley. Explo 15. Ich glaube, den Weg könnte ich aber folgen. Explo 15, 13. Wir haben doch irgendwas zu Explo, oder? Fight. The Creature. Panther Level 15. Die schaffe ich nämlich. Panda Level 15 Panda ist kein Problem. Tschüss, Jona. Noch nicht tschüss, Jona? Heilen wir mal Jona. Vielleicht überlebt das ja. Würde ich tatsächlich gerne, dass es überlebt. Hätte ich gerne, dass es überlebt. Komm, ich heile ihn nochmal. So, einmal schon. Weniger Damage. Könnte jetzt gleich tschüss. Alter. Tschüss, Obi. Ach, alle. Okay. Er hat überlebt. Er hat aber kein Level gekriegt. Schade. Aber mein Hundi ist weg. Hallo. Hi. Einer Freundin von mir ging es gerade. Also sie macht mir noch eine Audio. Ihr ging es nicht gut wegen ihren Eltern. Okay. Weil egal, sie hat jetzt den ganzen Tag ihren... das ganze Haus aufgeräumt, alles gemacht. Könntest du vielleicht solche Sachen nicht im Stream? Also, oh. Immer ja, noch. Wir sind halt im Live-Channel. Ja, eigentlich nur, dass sie nie genug war. Ja. Sven. Und wie läuft's mit deinem Streamchen? Ganz gut soweit. Alles fitti viniti. Jona lebt mal noch. Okay. Ja, er lebt noch. Er hat sogar gegen Panda gekämpft. Ich nehme zurück. Jona ist gleich tot. Ah, er hat ein Level abgekriegt. Er ist doch nicht tot. Der Kerl kann Level 20 werden. Das Problem ist, ich nehme ihn aktuell sehr gerne mit, weil er halt einfach, muss ich wirklich sagen, halt wirklich, ja... Richtig aus. Damage macht. Ja, wieso? Hallo? Ich will hier wieder raus. Wie komme ich denn hier in den Wald rein? Follow the secret path. Hier ist so, ach, so komme ich da rein. Hey! Hallo, bärtiger Mann mit einem blauen Stab. Möchtest du mir dein Zepter vielleicht zeigen? Das leuchtet so schön blau. Was denkst du denn schon wieder? Nix. Mhm. Bin ganz unschuldig. Knowledge of the Forest. Ich habe 2 von 5 schon bei den... Da kann ich Sprüche kaufen. Okay, Repeats of the Forest. Da kann ich Tränke kaufen und eine Ledermandage. Okay. Wie komme ich hier wieder weg? Leaf. Genau. Dann macht es sogar Sinn, dass ich da hinkomme.
Warte kurz. Verprügeln wir mal einen Panther. Das war Level 17, aber Jona wird schon überleben. Jona überlebt die Scheiße. Ich muss ihn zwar immer ein bisschen danach heilen, aber überlebt. Die Panther nehme ich hier gerne mit, weil da level ich selbst auch. Nicht nur Jona, sondern es ist halt ich. Das Wichtigere ist eher ich. Jona ist austauschbar. Klingt böse, ist aber so. Mountain 41 für einen Hügel. Oh, ein Panther. Ich sag mal, solange es nur ein Panther ist, der sich jedes Mal erst konzentriert, bevor er angreift, haben wir da überhaupt keine Probleme mit. Hier oben leveln wir gut. The Hideout. Kann ich nur inspizieren? Oh mein Gott. Der Panther hat mal direkt angegriffen, bevor er sich konzentriert hat. Tschüss, Jona. War schön mit dir. Mal kriege ich den Wolf weg? Ne, 20. Dich wollte ich eigentlich gerade nicht angreifen, aber hey. Why not? Da müssen wir auch hin. Immer gucken, was ich dann noch machen muss. Ja, aber noch so viel zu erkunden, tatsächlich auch. Hm. Auf jeden Fall mache ich. Ach, komm schon. Nein, ich wollte da tatsächlich. Nee, nicht den. Ach, komm. Ich brauche eh alles. Ich brauche alles und alles. Ich mache noch bis halb, dann mache ich Stream-Cut für heute. Ist ja immer noch unter der Woche und ich muss immer noch morgen früh raus. Dann mache ich zumindest schon mal den Stream aus. Ins Bett werde ich nicht unbedingt gehen, aber zumindest einen schon mal. Wenn wir halt da jetzt nur Kunden geschafft haben. Das ist gut. Die zwei Hölzer nehme ich mit, weil die sind. Da level ich noch. Sobald ich zurück bin hier. Denke ich zumindest. Sehe ich beim ersten Holz. So. Ich kann mir mal kurz schon hier mal kurz mein Zettelchen rausholen, weil ich muss natürlich Samstag ist das. Okay, warte mal. Hallo. Hi. Bist du wieder da? Ja.
muss mich zusammenreißen. Warum? Meistens heulen. Warum? Wegen ihr. Wegen mir? Wegen ihr. Achso. Ninji, du bist viel zu mitfühlend. Bin ich nicht. Viel Doch. Zu wenig. Bist du. Es ist manchmal eine schlechte Eigenschaft. Was hast du das letzte Mal gemacht, als ich zu meiner Freundin gefahren bin? Getanzt. Echt? Getanzt? Ich habe jetzt eher gedacht, du hast geweint vor Freude, weil du es geschrieben hast, du heulst. Habe ich ja. Weißt du auch, okay. Du bist so mitfühlend. Ich habe mich so sehr gefreut, dass ich geheult habe und getanzt habe. Du bist viel zu mitfühlend. Das ist auf der einen Seite eine gute Eigenschaft von dir, auf der anderen Seite... Nicht so gut. Ja, für dich selbst nicht so gut. Ja. Du musst ja allein 50 Liter Wasser am Tag trinken, weil du 50 Liter rausweinst. Ja. Nee, das war untertrieben. Mehr. Ja. Du bist ein sehr emotionaler Mensch. Das bringt mich noch um. Schön, dass du das selber sagst. Dann musst du wenigstens kein anderer sagen. Ich habe doch gerade eben mein Inventar leer gemacht. Warum bin ich jetzt schon wieder so voll? Ich höre gerade, mein Opa baut das Bett um. Mhm. Machen wir erst mit der Patrouille. Dann nehmen wir die Daily an. Oh, zwei Dailies. Gleich wieder. Okay. Zwei Dailies direkt. Spinnen auch noch, okay. Emery Woods. Ah, guck mal. Ah, gut. War das... Nee, das war nicht der. Aber ich... Welcher Wald war das, wo ich rein wollte? Ich glaube, war der hier unten, der 31er wollte ich rein. Weil der 30er war mir noch nicht gefährlich genug. Oh, warte mal. Ja, komm, wir machen uns erstmal leer, dann sammeln wir die Dinge ein. Müssen wir auch ein paar killen. Sieben Stück. Sieben Stück sind, ist ein bisschen was. Dauert wieder einen Moment. So. Bup. Und direkt wieder rüber. Meets. So, Hasen töten. Beziehungsweise mal kurz in den Wald reingucken hier. Okay, wilde irgendwas. Kann ich nicht gucken. Die sind auch gemein hier. Forest Sanctuary. Kann ich nicht erkunden. Okay, dann gehe ich weiter. Hier in das Stückchen Wald. Aber schon wieder 36 Dinger. Den nehme ich mit. Aber wenn das ein Wald ist, der definitiv zu hoch ist, dann nehme ich den gern mit. Blöder Troll, lass mich bloß in Ruhe. Ich habe irgendwie die Befürchtung, irgendwann werden wir die Trolle töten aus Langeweile. Weil wir es können. Das ist mein Verdacht. Irgendwann wird das mal passieren.
Ich glaube, Jona kriegt hier noch... Oh, Jona kriegt Erfahrungspunkte bei den Hasen. Aber so wenig, dass ich die auf keinen Fall farmen werde. Ich war nur überrascht gerade. So. Ich nehme noch das hier mit. Die Schleime greifen, die Blobs greifen uns auch nicht an. So, das nehme ich auch noch mit, Safran. Ich weiß, wir haben da 100 noch irgendwas im Inventar, aber... Ich brauche eh alles irgendwann und in dem Spiel habe ich bis jetzt nicht irgendwas wenig gebraucht. Das blöde Bett ist ja allein schon schweineteuer. Und das Traurige ist ja, Jona ist ja nicht der letzte Charakter. Wir kriegen ja noch einen Waldelf. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht, es schaut aus wie ein Waldelf. Ich denke, das ist ein Waldelf, der den Bogenschützentypen da. Auch der Axt. Der ist ja auch noch. Hat das eigentlich Gewicht? Ja. Und nicht gar nicht viel, gar nicht so viel. Der existiert ja auch noch. Auf dem Berg hier kommen wir sowieso drauf. Da gehen wir dann auch drauf. Aber erstmal gehen wir direkt eigentlich schon wieder zurück. Was brauchen wir denn noch für die erste Mission? Akademik 15. Okay. Dann wäre das Portal hier auch endlich frei. Nancy's back to the business. Hallo, Nancy. Ich glaube, die Hasenmission kriegen wir jetzt fertig. Weil so viele wieder jetzt gerade aufgeploppt sind. So, jetzt soll ich nicht weiter. Ja, viel Spaß dir. Dankeschön. Ich hab dich nur beobachtet, wenn du dich da hingesetzt hast. Ich kann dir das einfach wegtun. Da ist ja nichts, wo du denkst, du kannst dich draufsetzen und es gibt danach. So. Ja, bis halb machen wir das Spielchen noch und dann machen wir Schluss für heute. Aber weißt du, was mein Problem momentan ist? Ich bin hundemüde, irgendwie den ganzen Tag. Wirklich? Ja. Also ich bin wirklich hundemüde den ganzen Tag schon. Aber wenn ich mich hinlege für mein Nickerchen, ich schlafe nicht ein. Ich kann nicht einschlafen. Oh ja. Du bist übermüdet, um einzuschlafen. Nee, das nicht. Ich schlafe ja nachts. Aber auch sehr spät erst ein. Aktuell. Okay. Du bist nicht so wie ich, die sich hinlegt und ich penne sofort ein. Nee, ich auch heute, ich habe versucht mich, ich habe mein Wecker auf Stündchen gestellt. Habe versucht zu schlafen. Es war ein reines, ich lieg da und döse ein bisschen vor mich hin. Oh nee. Das ist blöd. Aber das ist gefühlt auch momentan so gut wie jede Nacht so. Ah ja, hilft nix.
Wie lange bist du noch da? Ich? Mhm. Nur keine Ahnung. Okay. Vielleicht. Hm. Bis du wieder einschläfst. 21 Uhr, 30, 40, 22 Uhr, keine Ahnung. Okay. Weil ich habe wieder mehr Zeit. Warum das? Weil ich schon für die nächste Woche vorgearbeitet habe. Okay. Ganz easy peasy. So, wir leveln noch ein bisschen Mountain. Was auch ganz gut ist. Aber ich muss an sich Jona definitiv noch ein bisschen leveln. Vielleicht werde ich wirklich oben mal, keine Ahnung. Warte mal, was steht morgen auf dem Plan bei mir? Morgen würde ich gern einkaufen gehen. Und die, yeah. Duft, und die Duftgranate im Auto zünden. Okay. Das heißt, ich habe eine halbe Stunde, Stunde, anderthalb, bin ich unterwegs oder mach Zeug. Wenn es morgen nicht regnet, kann ich es aber nur machen. Ich hoffe, es regnet morgen nicht. Heute hat es ein bisschen geregnet. Das ist nämlich, ich habe mir so eine, das mache ich einmal im Jahr. Zünde ich in meinem Auto so eine Duftdose. Da musst du die Klimaanlage anhaben und auf Umluft. Also, dass die Luft im Auto sich umwälzt. Okay. Das, das halt drin bleibt. Das ist auch antibakteriell und entsorgt Bakterien und das ganze Gedöns. Mhm. Und halt tötet Pilzsporn und so. Deswegen sollst du auch nicht im Auto stehen und es sollte eher so ein bisschen draußen stehen. Ja. Und danach muss das Auto gut auslüften. Also heißt, alle Türen mal aufreißen und so. Okay. Klingt interessant. Das machst du jedes Jahr? Das mache ich jedes Jahr. Oh, das ist cool. Na, halt meistens, meistens halt eher nach dem Winter. Mhm. Aber gefühlt, also das hinterlässt auch wirklich dauerhaften massiven Duft. Aber gefühlt ist ein Neuwagenduft eben aus meinem Auto raus und jetzt stinkt es irgendwie. Ehrlich. Ich habe zwar so ein Duftdöschen gekauft, so das riecht so wie, das ist so Tropical irgendwas. Die Dinger finde ich ganz geil, die gab es früher beim ATU. Ich weiß nicht gar nicht, ob es die noch gibt, aber auf jeden Fall habe ich sie auf Amazon gesehen. Deutlich günstiger. Habe ich da das bestellt, das ist wie, du kennst auch Hubba Bubba. Ja, das kenne ich. Hubba Bubba, du musst dir vorstellen, Hubba Bubba Tropical. Wie cool. So riecht mein Auto. Das riecht richtig geil. So riecht mein Auto. Oh Mann. Wollen wir mal sprechen? Was? Dass ich mal mit einem Auto mitfahren darf, nur wegen dem Geruch. Ja, du wirst irgendwann eh voraussichtlich in meinem Auto mitfahren, wenn du deinen Plan durchziehst, den du durchziehen willst, junge Dame. Jaha. Also wenn du wirklich mit 18 zu mir ziehen willst, dann Oh Girl. Also bis dahin haben wir zum Glück noch anderthalb Jahre. Zum Glück. Was denn? Gefühlt habe ich irgendwann ein ganzes Harem hier. Wäre doch cool, so ein Harem. Mm-mm. Mm-mm. Irgendwann machst du jedes Mädchen von jeder Sorte. Nee. Die alte Oma, die Maid ist. Nee, willst du nicht dran denken, gell? Ja. Will ich gar nicht. Ja. Nee. Ernsthaft, will ich gar nicht. Ich weiß. Da macht's mir ja schon schwer zu überlegen, euch beide. Bei meiner Freundin, okay, ja klar. Du
Lass erstmal Zeit vergehen. Ja, eben, das sag ich ja. Erstmal anderthalb Jahre. Wieso? Gerade du sagst eins nach dem anderen, Jo. Ich plan nicht mehr. Nachdem ich dich zusammengeschissen habe, hm? Nein. Doch. Als du mir deine Planung erzählt hast damals, war ich echt erstmal vom Zug überfahren und mir gedacht, nee, nicht sauer, aber so vom Zug überfahren, dass, was du alles schon geplant hast. So für die Zeit. Es war so too much. Ja, aber ich fand auch, du hast recht gehabt mit dem ersten Mal eins nach dem anderen. Und das habe ich auch eingesehen. Also. Ja. Auf jeden Fall, ich habe keine Stimme mehr, gell? Elena, mach weiter. Nur weil wir Vater-Sohn so ein bisschen. Vater-Sohn. Ich bin gerne dein Sohn. Ja, Vater-Tochter so sind. Oder Vater-Tochter-Verhältnis haben. Warte, trotzdem immer schon viel, was du da alles geplant hattest. Ich bin dein Sohn, vergessen. Also es ist halt wirklich, ich muss halt wirklich sagen, es ist halt die Vater-Tochter zu 100%. Kricker, ich krieg's ja schon mit. Ist ja schon mal was Positives, wenn man was mitkriegt. You can call me daddy. Hallo, das musst du dann einer Freundin sagen. Oh nee, jetzt klinge ich wirklich wie so eine Oma. Ja, jetzt zeigst du halt einfach mal dein wahres Gesicht. Scheiße, ich muss wieder Stimmverzerrer anmachen. But it's not working. Juhu. Ich ist immer mal eine andere Frage. Ist das die Mission hier, die ich gerade machen muss? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich mich nicht in dem Spiel auskenne. Ich weiß es gerade nicht. Es war gerade dumm. Ich habe was aufploppen sehen und habe mir gedacht, greife ich an. Ja, super. Wenn das nicht die Mission ist und ich die gerade so easy wegbekomme, welche ist das? Die Mission 5, weil die habe ich nicht auch schon ewig stehen. Dann könnten wir das sogar. Nein, ist es nicht. Okay. Aber das ist doch hier hinten. Ich probiere es jetzt trotzdem nochmal. Hier, das ist ein Scout. Ich habe keine Warrior nämlich hier drin. Und ich weiß nicht, wo die Warriors sind nämlich. Ich war vorhin fast vom Zug überfahren. Als du mich gefragt hast, ob ich überhaupt weiß, was dieses Vampire-Ding da ist. Und ich hab dir immer zugehört. Nein, du hast dich einfach hingestellt und gesagt, ich mag Züge. Nein. Eigentlich schon, aber. Muss ja keiner wissen. Alter, krieg ich ja Loot von den Dingern. Aber es sind nicht die, die ich besiegen muss. Ich kann aber auch nicht die 5 wirklich anklicken, aber die müssen doch hier in dem Wald dann drin sein. Die Warrior. Weil es in dem Wald drin ist. So rein theoretisch gesprochen. Scout, ich habe nur die Scouts. Keine Ahnung. Okay. So, wir machen aber eh gleich das Streamchen aus. Ich habe nicht gerade mal auf die Uhr geguckt. Ich habe ja gesagt, wie lange ich mache. Scout. Wo sind die blöden Warrior? Gibt's doch nicht.
Wood of Silence. Der Wald der Stille. Oh, ich kann auch in den Wald da oben reinlaufen. Die Path not found. Lauf doch hier rauf. Ich kann in den Wald hier jetzt auch reinlaufen, oder? Kann ich ja. Nö, die Region ist nicht available. Nichts. Okay, da müssen wir noch ein wenig weitermachen. So. Dann gehe ich nochmal kurz die Mission ab und dann einmal nach Hause. Ja, das restliche Zeug mache ich dann ein bisschen offscreen für mich. Ganz einfach. Ach, guck mal, hier das Schlachtfeld ins 200 Inventory Space brauche ich zum Inspizieren. Okay. Laufe ich doch direkt nach Hause. Mach mein Inventar leer und dann machen wir Schluss. Meine Freundin wird schon in der Kuschelecke auf. Nancy, du kannst ja schon mal vorspringen. Nancy hört mich nicht mehr. Auch durch die ganzen Punkte, die du hier durch das Harvesten bekommst, und durch die Daily Quests mache ich es halt auch mit. So, zack. So, zack. Einmal Inventar mache ich noch leer, beziehungsweise das kann ich auch für mich gleich machen. Dann wünsche ich